Bitte beschreibe uns einen typischen journalistischen Arbeitstag im Krieg. Ich würde sagen, es gibt nicht den einen journalistischen typischen Arbeitsalltag, sondern es hängt vor allem auch daran oder damit zusammen, in welcher Region man gerade ist. Wenn ich beispielsweise in Kiew, in der ukrainischen Hauptstadt bin, dann besteht der Arbeitsalltag viel daraus, dass ich dort Live-Schalten mache, dass ich mich dort mit Politikern oder mit anderen Informanten treffe und dort Informationen einhole, Interviews führe. Das also in einer vergleichsweise ja sicheren Umgebung, die ja Kiew die meiste Zeit über dann doch noch ist. Aber es sieht natürlich anders aus, wenn man dann sich weiter in einem Kriegsland bewegt, Richtung Front, beispielsweise in den Süden oder in den Osten, wo ich ganz viel gedreht habe. Da liegen ja die Drehorte dann an besonders gefährlichen Stellen, wenn man beispielsweise an die Frontabschnitte denkt. Und da sieht es dann so aus, dass wir morgens meistens in einem Hotel aufwachen, das, wenn wir Glück haben, eben über Strom, Wasser und Heizung verfügt. Und da treffen wir uns dann morgens mit dem Team, da besprechen wir, was wir machen. Und wenn wir dann in eine gefährliche Region fahren, dann sieht es so aus, dass wir dann ins Auto steigen, dann die Schutzwesten anziehen und dass wir dann zu diesem Ort fahren und dass wir an dem Ort möglichst wenig Zeit verbringen. Also das Ganze ist ja immer mit einem hohen Risiko eben auch dann verbunden. Also möglichst 1, 2 Stunden dann an einem Ort drehen und dann so schnell wie möglich wieder rausfahren. Und mit dem Material, was wir dort gedreht haben, das werden wir dann abends zu einem Beitrag zusammenschneiden. Und gleichzeitig, nachdem ich den Dreh beendet habe, werde ich das Ganze dann immer noch in Live schalten für den Sender dann, sofern es irgendwo Netz gibt, dann erzählen. Also der Tag ist sehr lang, meistens 14 bis 16 Stunden, wenn man dann wirklich in den umkämpften Gebieten ist, drehen, schneiden, live schalten und das Ganze immer eben unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Kriegsjournalismus hat ganz besondere Herausforderungen, aber viele dieser Herausforderungen sind auch Themen, die generell im Journalismus wichtig sind und umtreiben. Nur im Kriegsjournalismus sind sie besonders intensiv. Ein Beispiel ist so der Bezug zwischen Einfühlungsvermögen und Helfen. Du gehst beispielsweise auch zu den Menschen vor Ort in der Ukraine hin, du fragst sie, weshalb sie nicht fliehen oder wie sie denn geflohen sind, erkundigst dich bei jenen, deren Haus zerschossen ist oder aber auch bei den Soldaten, die sich für die nächsten Kämpfe rüsten, was sie denn eigentlich umtreibt. Und du hilfst. Vor einigen Wochen habt ihr bei Bachmut, also im Donbass, einer 86-jährigen Frau aus dem umkämpften Gebiet geholfen und ihr habt sie zu ihrer entfernt lebenden Tochter in Sicherheit gebracht. Man könnte nun kritisieren, dass so ein Vorgehen eigentlich der Beobachterposition widerspricht, die Journalismus hat. Man könnte aber auch argumentieren, dass es schon einen Unterschied macht, ob man jemandem humanitär, ob man jemandem menschlich hilft oder sich aber etwa in Kriegshandlungen einmischen würde. Wie ist denn deine Argumentation? Also um das jetzt mal an diesem konkreten Beispiel auch festzumachen, an dem Tag waren wir in dieser Stadt Bachmut mit Tierschützern verabredet. Also die haben dort Hunde und Katzen aus den Häusern geholt, die ihre Besitzer zurückgelassen haben. Und das war der eigentliche Dreh. Und während dieses Drehs haben wir dann die Information bekommen, dass sich diese Frau noch in ihrem Haus befindet und dass die russischen Soldaten sich nur wenige Straßen von diesem Haus entfernt befinden und die Frau keinerlei Chance gehabt hätte, dieses Haus alleine zu verlassen, also gesundheitliche Schwierigkeiten auch. Und da habe ich einfach spontan dann mit meinem Team die Entscheidung getroffen, dass wir diese Frau mitnehmen, dass wir diese Frau evakuieren. Und das ist für mich dann auch in dem Fall gar keine Frage gewesen. Da denkt man dann auch gar nicht groß drüber nach. Das ist dann einfach eine humanitäre Hilfe, die wir in dem Fall auch leisten müssen, weil man muss ganz klar sagen, die Frau hätte das möglicherweise nicht überleben können, möglicherweise dann nicht rauskommen können. Und da stellt sich diese journalistisch-ethische Frage in dem Moment für mich gar nicht mehr, sondern das ist eine Person, der wir da geholfen haben. Und das würde ich so in dem Fall immer wieder entscheiden. Anders ist das noch ein bisschen gelagert, wenn ich mit ukrainischen Soldaten unterwegs bin. Ich hatte auch zweimal das Angebot von den Ukrainern, beispielsweise die feuern dort mit Granatwerfern und dass ich eine Rakete in diesen Granatwerfer stecke und dann quasi Richtung russischer Position schieße. Und das ist das, was ich natürlich niemals machen würde, weil da würde man sich natürlich unmittelbar dann in die Kriegshandlung einmischen und das darf man als Journalist niemals machen, aber mit sowas wird man eben auch konfrontiert und muss dann natürlich dann klar auch Stellung beziehen und sich positionieren und das natürlich ablehnen. Mit Mitmenschlichkeit zu argumentieren, das schließt ja eigentlich auch ein, dass man auch russischen Menschen in Not helfen würde. Ist das korrekt? Das würde das auch einschließen, ja.
Meiner Ansicht nach benötigen wir mehr Differenzierung an noch einem ganz anderen Punkt. Solidarität mit Menschen, deren Menschenrechte verletzt werden, die also deportiert oder vergewaltigt werden, und Solidarität mit einem Land, das völkerrechtswidrig angegriffen wird und sich dagegen wehrt. Das schließt ja nicht ein, fast alles für gut halten zu müssen, was die ukrainische Regierung oder was einzelne ukrainische Politiker und Politikerinnen wollen. Und das muss immer auch kritisierbar sein, das muss immer auch hinterfragbar sein, gerade auch durch Journalisten und durch Journalistinnen. Teilst du diese Ansicht oder widersprichst du dem? Absolut teile ich diese Ansicht. Das Problem ist in diesem Krieg immer, dass es natürlich auch ein Informationskrieg geworden ist, und wir als Journalisten, die wir in der Ukraine sind, wir haben natürlich vor allem auch die Informationen von der ukrainischen Seite. Wir sprechen dort mit ukrainischen Soldaten, Zivilisten und halten uns in dem Land auf. Das, was wir aus Russland hören, das ist immer das, was wir über Agenturmeldungen oder über Telegram-Channels beispielsweise bekommen. Wir kommen niemals direkt in Kontakt mit russischen Soldaten oder Zivilisten. Also wenn wir uns in diese Gegenden bewegen würden, auf die Checkpoints zu, das wäre viel zu gefährlich. Also da würden wir angegriffen werden. Man kann als europäischer Reporter nicht über die russische Kriegslinie gehen, ohne sich in Gefahr zu bringen. Also wir haben dadurch, dass wir uns in der Ukraine aufhalten, automatisch mehr Informationen von dieser Seite und wissen natürlich auch, dass nicht alles, was die ukrainische Regierung berichtet, dann auch 100% den Fakten entspricht. Da möchte man natürlich seine eigene Wahrheit auch mit reinbringen. Und das versuche ich durch all meine Beobachtungen, die ich vor Ort treffe, zu gewichten. Letztlich ist man aber immer auf Informationen von beiden Seiten angewiesen. Ich nenne beide Seiten auch, dass das beide Seiten verlautbaren, und versuche daraus den Mittelweg zu finden, das zu berichten, was ich dort vor Ort erlebe. Das zahlt ja gerade auf das Thema, in wem man denn eigentlich glauben, welchen Quellen man denn eigentlich trauen kann, um sich ein möglichst vollständiges Bild von dem zu machen, was eben in der Ukraine tatsächlich vorgeht. Du hast ein paar Punkte geschildert, auch Augenzeugenschaft etc. Aber du bist natürlich ein Stück weit in der Wahrnehmung auch der russischen Seite Partei. Wie verschaffst du dir da wirklich ein möglichst vollständiges Bild auch von den Motiven der Gegenseite? Also das vor allem auch in Kooperation mit meinem Kollegen, der in Moskau sitzt, Christoph Wanner. Also der sitzt dort in Moskau und der spricht auch die russische Sprache, und der observiert da sehr, sehr genau alles, was die Regierung verlautbart, aber auch eben was mögliche Oppositionspolitiker und andere dann berichten. Und das ist so ein bisschen das, was wir da machen können. Das sind Puzzlestücke zusammensetzen aus den Informationen, die die Russen uns geben, aus den Bildern, die wir dann auch sehen, die zum Teil von Staatsmedien produziert werden. Das ist das, was wir von der russischen Seite nehmen können, und von der ukrainischen Seite eben das, was wir selbst vor Ort filmen und das, was wir aus Gesprächen mitnehmen. Also da versuchen wir uns quasi so weit wie möglich immer der Wahrheit zu nähern, und die Wahrheiten von beiden Seiten liegen natürlich extrem weit auseinander. Der 30. Mai 2022 ist ein Tag, über den du relativ oft erzählt hast, denn dort ist einer eurer Kollegen erschossen worden in der Ukraine. Ein Tag, der auch deswegen für immer für dich wohl unvergessen bleiben wird. Es gibt ein Video, auf dem du einen anderen Kollegen umarmst und ihr weint, weil eben so etwas passiert ist. Lange Zeit hatten Gefühle eigentlich insbesondere im Informationsjournalismus gar keinen Platz, und das auch nicht bei sehr existenziellen Themen. Das hat sich geändert, aber wo ziehst du die Grenzen? Wann ist es ein wichtiges Maß an Emotionen? Wann ist es ein zu viel? Ja, an dem Tag hatte ich dann tatsächlich einen sehr guten und Freund und Kameramann, der das Ganze begleitet hat und der auch diese Aufnahmen produziert hat, und weil das für mich ein sehr, ja, eindrücklicher Tag war, oder wie du schon auch gesagt hast, ein Tag, den ich niemals vergessen werde, habe ich mich da letztlich entschieden. Also auch da muss man vielleicht diesen Einzelfall noch einmal sehen. Also an diesem 30. Mai sind wir in Richtung Lisitschansk gefahren, also einer damals stark umkämpften Stadt, die noch in ukrainischer Hand war, aber stark von den Russen beschossen wurde. Und weil auch der Weg alleine in diese Stadt sehr gefährlich ist, haben wir uns entschieden, uns mit einem Hilfskonvoi zu verabreden, der dann, so haben wir geglaubt, die sicherste Route auswählen würde. Aber dieser Konvoi ist dann, wir waren um 10 Uhr mit dem verabredet, der ist um 10.30 Uhr noch immer nicht
erschienen und dann haben wir beschlossen, uns einer anderen Eskorte anzuschließen, also ein Polizeiauto, was dann vorbeigefahren ist. Das hat dann auch geklappt. Da sind wir in diese Stadt gefahren, haben in der Stadt alles gedreht, was wir uns vorgenommen hatten. Also wir haben mit Zivilisten gesprochen, die sich in ihren Kellern versteckt haben. Wir haben Beschuss gedreht, Zerstörung, also all das, unseren Dreh abgeschlossen und wollten uns dann zum Abschluss dieses Drehs noch an einer Polizeistation dort von den lokalen Polizisten quasi verabschieden. Und als wir an dieser Polizeistation angekommen sind, fuhr gerade ein Truck vor, die Motorhaube hat gequalmt, es gab ein Einschussloch in der Frontscheibe und ging eine Tür auf und es kam ein Polizist raus, der war blutüberströmt am ganzen Körper, es sind dann ganz viele Kollegen auf ihn auch zugelaufen und eine andere Tür hat sich geöffnet von diesem Laster und da sah man eine Person am Boden liegen. Also die Situation war sehr, sehr unübersichtlich und wir sind dann alle in die Polizeistation, also mein Team, die ganzen Polizisten, alle, die drumherum standen, in die Polizeistation gerannt. Und in dieser Polizeistation haben wir dann zwei französische Reporterkollegen getroffen, die mit diesem Truck unterwegs waren. Und die haben uns dann erzählt, sie waren eigentlich nicht zu zweit unterwegs, zwei französische Journalisten, sondern zu dritt unterwegs. Und die Person, die da am Boden lag, das war ihr Kameramann, der auf dem Beifahrersitz gesessen hat und da von einem Schrapnell, von einem Granatsplitter getroffen wurde in der Halsschlagader und sofort dann gestorben ist. Im Anschluss daran sind eben diese Bilder entstanden, wie ich den französischen Reporterkollegen umarmt habe. Und das war für mich einfach, ich habe die Emotionen in dem Moment selbst gespürt. Ich habe auch gespürt, wie der Kollege einfach auch dieses Bedürfnis hatte, ihn zu umarmen. Und ich fand auch, die Situation hat sich für mich in dem Moment so echt angefühlt. Und als ich dann hinterher wusste, ich habe auch diese Bilder, habe ich überlegt, ob ich sie zeige. Aber dadurch, dass sie sich für mich so echt angefühlt haben und dass das auch die Tragödie dieses Tages für mich auch besonders noch einmal transportiert hat, habe ich mich dann entschieden, diese Bilder zu verwenden. Diese Bilder, also es gibt auch die Bilder, wie der Leichnam des Mannes mit unserem Teamwagen noch aus dem Gebiet raustransportiert wird. Das ist natürlich auch stark. Das ist auch ein Bild, was man in diesem Krieg oft sieht. Aber in dem Fall hat sich das einfach sehr persönlich erschlossen. Und deshalb habe ich mich da entschieden, dass das Ganze dadurch einfach den Tag noch intensiver transportiert. Daran anschließend die Frage, was kann man denn eigentlich aus deiner Sicht heraus Menschen, also dem Publikum, zumuten in der Berichterstattung? Ja, ich denke, man kann dem Publikum mittlerweile relativ viel zumuten. Der Krieg dauert mittlerweile mehr als ein Jahr lang. Das Problem ist so ein bisschen auch die Abnutzungserscheinung. Also was ich aus dem persönlichen, privaten Umfeld auch höre, ist vielmehr, dass viele diese Bilder gar nicht mehr sehen können. Einerseits, weil sie vielleicht sogar gelangweilt sind, weil sie sich sagen, die Probleme, die wir hier im eigenen Land haben, eben die große Inflation und die, ja, einfach die Preissteigerung und die Energieknappheit, all das, das betrifft uns mittlerweile sehr und dass da dieses große Ganze so ein bisschen aus dem Fokus gerät. Einige fragen sich schon, muss man den Krieg noch mitführen für ein anderes Land? All das hören wir natürlich immer und deshalb ist es eben sehr wichtig, dass wir als Kriegsberichterstatter vor Ort immer wieder die Geschichten aufgreifen, die besonders eindrücklich sind. Das müssen jetzt gar nicht die starken Zerstörungsbilder sein. Es können auch vielmehr dann ja emotionale Interviews sein, einfach, dass wir mit Betroffenen sprechen, einfach, dass wir aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln immer wieder so viel wie möglich zeigen. Was natürlich klar ist, was man dem Publikum nicht zeigen sollte, sind Leichen, also Körper, die gerade von einer Rakete ähnliches getroffen wurden. All das muss natürlich auch gepixelt werden, das muss geblurrt werden. Jeder kann sich vorstellen, wie das aussieht, aber niemand muss das sehen. Das würde auch viele Menschen sicherlich verstören. Sowas muss man nicht zeigen, aber man greift die Menschen, man fängt die Menschen auch viel mehr mit den emotionaleren Geschichten als jetzt mit diesen extrem harten Kriegsbildern. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe in all den Monaten. Was macht das Ganze denn alles mit dir? Du bist mehrere Male in der Ukraine gewesen, du wirst jetzt wieder in die Ukraine fahren. Was passiert da emotional mit dir selber? Geht es eher in die Richtung Abstumpfung oder wird man verwundbarer? Was passiert mit dir? Ich würde sagen, Abstumpfung ist es nicht. Es ist tatsächlich, man kann es ein bisschen so sagen, dass man sich ein bisschen an diese Arbeitsroutinen tatsächlich gewöhnt. Also vor allem ist es für mich auch so, dass ich mittlerweile ganz gut trennen kann, dass ich den Arbeitstag habe und wenn ich abends
Dann sitzen wir meistens mit unserem Team noch zusammen oder dann sitze ich mit dem Kameramann auch zusammen und schneide mit ihm noch einen Beitrag. Da redet man dann über den Tag und da findet man dann so eine Art Abschluss. Und wenn ich dann in mein Hotelzimmer gehe, dann habe ich die Möglichkeit, meistens, wenn es eine Internetverbindung gibt, noch mit meinen Liebsten dann zu FaceTime zu skypen. Das gibt mir so ein Gefühl von Normalität zumindest. Aber natürlich bin ich mir immer bewusst, dass ich in einem Kriegsgebiet bin und dass es mitunter auch gefährlich sein kann, dort auch an den Orten, in denen wir übernachten. Also man versucht das so ein bisschen auszublenden, man stürzt sich in die Arbeitsroutine, man spricht viel mit Kollegen und versucht dadurch auch so die Belastung ein bisschen ja, runter zu pegeln für sich selbst, dass man das fühlt zumindest. Aber also ich merke jedes Mal, ich bin immer so, dort sehr, sehr lange in diesen Gebieten, meistens oder jetzt dann nächsten Mal auch wieder einen Monat. Also am Ende dieser Zeit, das greift einen körperlich an und das macht natürlich auch psychisch was mit einem. Aber ich hatte zum Glück nie das Problem, dass ich ein Erlebnis hatte, wegen dessen ich dann nachts nicht mehr schlafen konnte. Also das hatte ich bis jetzt nie und da gibt es auch immer das Angebot, dass wir da psychologische Hilfe natürlich in Anspruch nehmen können. Ich hatte bis jetzt nie das Bedürfnis, habe das nie gebraucht, aber wenn das kommen sollte, werde ich das natürlich auch in Anspruch nehmen. Du hast vorher schon darauf hingewiesen, dass eine gewisse Müdigkeit sich breit macht, bezogen auf das Thema Krieg in der Ukraine. Durch Forschung ist aber auch nachgewiesen, dass vor allen Dingen jüngere Menschen generell negativen Nachrichten und Kriegsnachrichten sind immer negative Nachrichten zunehmend ausweichen, obwohl eigentlich solche Nachrichten, solche Informationen auch für sie wichtig wären. Welche Rezepte hast du eigentlich, um genau diesen Trend jetzt bezogen auf die jüngeren Zielgruppen mindestens einigermaßen aufzuhalten? Ja, sehr schwierige Frage, glaube ich. Da beschäftigen wir uns immer alle auch mit im Sender. Wie können wir unsere Themen auch noch vielleicht an die jüngere Zielgruppe da auch platzieren oder gerade auch die Blickwinkel finden? Aber ich glaube, es hilft einfach da auch immer wieder sich vorzustellen, was wäre mit mir, wenn ich mich in einer solchen Situation befinden würde oder also einfach sich vorzustellen, dass man in einem Kriegsland ist und dass man diesen Bedingungen ausgesetzt ist. Also wir haben eben schon von Frontstädten gesprochen. Dort leben die Menschen unter Beschuss, haben kein fließendes Wasser, Strom, keine Heizung und können sich vielleicht, wenn sie Glück haben, für 1, 2 Stunden in einem sicheren Keller mal aufwärmen, etwas essen. Also wenn man sich das vor Augen führt und sich da mal in die Situation hineinversetzt, ich glaube, dann vergisst man ganz schnell diese Kriegsmüdigkeit. Also da helfe ich da oder da kann ich einfach nur raten, sich da einfach mal diesen Perspektivwechsel zu unterziehen und da einfach mal zu überlegen, was wäre, wenn ich in der Situation wäre. Die meisten Menschen in Deutschland, die haben bis Anfang vergangenen Jahres eigentlich relativ wenig über die Ukraine gewusst. Und wir hatten auch die Situation, dass Korrespondenten, dass Korrespondentinnen einzelner deutscher Medienhäuser von Moskau aus gleich auch noch über die Ukraine mitberichten sollten. Also eigentlich über ein ganz riesiges, kaum erfassbares Gebiet. Und generell war im Auslandsjournalismus der Personaldruck immens. Also man musste unglaublich vieles von einem Ort aus abdecken, was eigentlich kaum leistbar war. Und just um eben diese russische Invasion in die Ukraine hat Marc Engelhardt, der auch selber Auslandsjournalist war, eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Auslandsberichterstattung in der Krise. Darin hat er auf die äußerst fatalen Folgen hingewiesen, die es eben haben kann, wenn man solche weißen Flecken im Wissen über die Welt hat. Wie ist denn eigentlich deine Einschätzung, Max? Trägt der Krieg in der Ukraine möglicherweise auch dazu bei, dass Medienhäuser, dass Redaktionen jetzt dem deutlich professionelleren und differenzierteren Berichten über die Welt und dem eigenen im Fremden künftig wieder mehr Augenmerk schenken werden? Ich würde mir wünschen, dass es so ist. Allerdings kann ich jetzt erstmal aus meiner Perspektive oder aus dem, was ich erlebe, würde ich das erstmal, glaube ich, so noch nicht sagen können. Also ich kann auch beispielsweise beim Ukraine-Krieg jetzt feststellen, zu Anfang waren noch die Ressourcen oder all das, was in diesen Krieg gesteckt wurde, waren noch einmal deutlich größer. Und jetzt überlegen gerade viele Medienhäuser schon, wie kann man, also alle sind noch dort präsent, aber es wird dort schon geguckt, an welchen Stellen gibt es noch Sparmöglichkeiten. Es gibt natürlich auch Gegenbewegungen. Es gibt einzelne Medienhäuser, die jetzt Korrespondentenbüros beispielsweise eröffnen. Das ist sicherlich das eine. Das ist auch was, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk sicherlich auch machen sollte. Aber
gerade die privaten Medienhäuser nach einem Jahr Krieg schauen auch, wo man an Dingen sparen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Krieg jetzt einfach ein sehr bedeutsames Ereignis ist, was ja auch gerade alle anderen Krisen mitbestimmt. Deshalb wären da jetzt viele Ressourcen reingesteckt. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das auch so eins zu eins auf andere Regionen der Welt übertragen lässt. Ich glaube, das wird viel mehr so sein, dass weiterhin von Krisen berichtet wird, aber ich fürchte, dass jetzt dadurch nicht automatisch viel mehr Geld in den Auslandsjournalismus generell gesteckt wird. In den Journalismus führt kein Königsweg, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Wege. Einer der Meilensteine auf deinem Weg war ein Journalismusstudium. Was konkret hat dieses denn eigentlich zu einem für dich gelingenden Berufsweg beigetragen? Also vor allem natürlich die Fundierung, also genau zu wissen, wie ich mich im Journalismusalltag verhalte und welche Mechanismen auch dahinter stecken. Für mich war das Studium immer ein guter Ausgleich zwischen der Arbeit, die ich nebenbei gemacht habe, also angefangen mit Print damals noch, Radio und ich habe bei RTL damals im Fernsehbereich auch angefangen als studentische Hilfskraft. Das waren die praktischen Dinge, die ich gelernt habe neben dem Studium dann und im Studium habe ich dann gelernt, welche Inhalte, die ich da jetzt selbst erarbeite, warum werden die so vom Publikum gewollt und warum werden die so von den Medienhäusern auch produziert und mit welchen Techniken kann ich meine Berichterstattung bestmöglich beim Zuschauer oder beim ja, Konsumenten dann anbringen. Also das war vor allem das, was mir sehr geholfen hat, diese Fundierung neben der praktischen Arbeit, die ich dann in meinen Praktika am Anfang und dann freie Mitarbeiten auch später gesammelt habe. Kriegsreporter ist kein Einsteigerjob in den Journalismus. Reporter sein dagegen schon eher. Welche Schlüsselgeschichte hat dir eigentlich selber bewusst gemacht, dass Reportertätigkeit eigentlich dein Weg im Journalismus ist und deine Art ist zu erzählen, was Menschen eigentlich sowohl in der Nähe als auch in der Ferne umtreibt? Also für mich war damals im Landesstudio Ost von RTL, dort habe ich gearbeitet als Reporter direkt nach meinem Volontariat und dort habe ich in Chemnitz gestanden und über rechtsradikale Ausschreitungen berichtet. Also dort sind ja Mobs oder das ist jetzt eine Lesart des Ganzen, das sind auf jeden Fall Gruppen von Rechtsradikalen durch die Straßen gelaufen und es gab Solidarisierungsbekundungen einerseits und es gab Ablehnung auch auf der anderen Seite. Auf jeden Fall hat dieses Thema damals 2 Wochen knapp die Menschen beschäftigt und ich war als Reporter vor Ort und ich habe einfach gemerkt, wie sehr man differenzieren muss und wie wichtig es ist, auch saubere Informationen zu transportieren, weil gerade wenn es Informationen nicht gibt, wenn Informationen nicht fließen, dann verselbstständigt sich da vieles und dann gibt es Menschen, die aus Gründen auf die Straße gehen, weil sie falsche Informationen bekommen haben. Und man muss einfach als Reporter, glaube ich, immer mit allen Seiten sprechen und ein Thema so gut wie möglich beleuchten. Aber gerade gesellschaftliche Verwerfungen, wie es damals in Chemnitz der Fall war, darüber zu berichten, ist, glaube ich, ganz wichtig, um das allen Menschen zu zeigen und um auch sicherzustellen, dass sowas sich nicht wiederholt und dass sowas nicht mehr vorkommt. Woraus hast du denn vor rund einem Jahr jetzt mittlerweile das Gefühl geschöpft, ja auch die Überzeugung, dass du nun selber auch genug vorbereitet bist, um auch aus dem Krieg zu berichten? Für mich war ja dieser Einstieg als Kriegsreporter auch so ein bisschen, ja, also es war das erste Mal tatsächlich, ich war an der Grenze zu Polen kurz nach Ausbruch des Kriegs und habe dort berichtet von den Geflüchteten, die dann nach Przemyśl, an dem polnischen Bahnhof gekommen sind und habe das dann längere Zeit gemacht und irgendwann wurde ich vom Sender gefragt, kannst du dir vorstellen, in die Ukraine zu fahren? Wir brauchen dort noch einen weiteren Reporter. Wir waren damals schon vor Ort, aber wir brauchen dort noch Verstärkung. Kannst du dir das vorstellen? Ich hatte mir diese Erfahrung schon oder diese Gedanken schon vorher gemacht und war mir da auch relativ sicher, dass ich das machen möchte. Aus dem einfachen Grund, dass es für mich einfach, ja, dass ich für mich empfinde, dass man nirgendwo so intensiv und so tief über ein Thema berichten kann wie in einer Kriegsregion. Man ist 24 Stunden dem Geschehen ausgesetzt und das als für einen Reporter ist das einfach etwas, was mit Leidenschaft zu tun hat. Also ich kann mit den Menschen sprechen, ich kann all das zeigen und ich wusste von mir persönlich, dass ich eine, glaube, relativ stabile Persönlichkeit habe, dass ich da nicht so anfällig bin, dass mir das Angst bereiten würde. Da konnte ich mich relativ gut einschätzen, glaube ich. Und deshalb hat mich diese Herausforderung gereizt. Und nachdem ich das dann gemacht hatte und gesehen habe, es funktioniert, ich kann in diese Aufgabe hereinwachsen, habe ich dann auch gesagt, ich
gehe wieder hin und wieder hin und dann bin ich da einfach reingewachsen. Das würde ich so beschreiben. Du bist gemeinsam mit deinem Kameramann jetzt für den Axel Springer Preis nominiert worden. Journalistenpreise sind ja eigentlich zum einen große persönliche Auszeichnungen, sie werfen aber auch ein Scheinwerferlicht auf guten Journalismus. Gesetzt den Fall, überzeugt die Jury, wofür möchtest du denn eigentlich vor allen Dingen gelobt werden? Also ganz klar ist, dass dieser Preis, wenn dann im Team zustande gekommen ist, das wäre dann mein Kameramann Festin Bekiri, das wäre aber auch mein lokaler Producer, der dort geholfen hat und auch ein Sicherheitsmann, der da drin war. Also die Frage ist, du hast es ja schon gesagt, Journalistenpreise, das ist vor allem wahrscheinlich viel fürs Ego der Journalisten, aber es ist vor allem eben auch in dem Fall kann man zeigen, wir haben Arbeit im Kriegsgebiet geleistet und wir haben Arbeit geleistet, wie es viele andere Kollegen vor Ort auch tun. Und wir haben das Privileg auch, das würde ich auch sagen, dass wir dort mit guten Ressourcen arbeiten können und diese Berichterstattung ermöglicht ist. Da muss man seinem Arbeitgeber in meinem Fall Welt danken, dass das ermöglicht wird. Und der Preis steht dann auch stellvertretend für viele andere Kollegen, die jeden Tag eine ja, erstklassige Arbeit aus dem Kriegsgebiet leisten und wir müssen uns als Reporter immer wieder, und das glaube ich das Wichtige, auch vor Augen führen. Wir haben jeden Tag oder jederzeit die Möglichkeit, aus diesem Kriegsgebiet wieder hinauszugehen. Und die Menschen, die dort, über die wir die Geschichten machen, mit denen wir sprechen, die sind in diesem Land eben nicht gefangen, aber es ist ihr Heimatland. Sie können da zum Teil nicht raus wegen Gesetzgebungen, aber sie wollen dort zum Teil auch nicht raus, weil das eben ihr Land ist. Sie können nicht fliehen. Sie sind diesem Raketenterror zum Teil auch jeden Tag ausgesetzt und wir als Journalisten haben die Möglichkeit, das Land zu verlassen. Wir können berichten, wir haben diese Freiheiten, all das haben die Menschen dort nicht und diesen Menschen gebührt eben jede Ehre und das ist, glaube ich, auch das, was mit einem solchen Preis da dann ausgedrückt wird. Und für welchen Punkt in der Art zu berichten, in der Art über Krieg und Frieden dann auch zu berichten, möchtest du besonders gelobt werden? Für welchen Punkt, das ist glaube ich, eine schwierige Frage, aber man kann sicherlich sagen, für den Punkt, dass ich mich mit den Menschen dort auseinandersetze, dass ich die verschiedenen Punkte mit meinem Team gemeinsam beleuchte, dass ich Schicksalsschläge zeige, dass ich militärische Operationen zeige, dass ich zeige, wie wir im Gespräch mit Politikern Punkte herauskristallisieren, einfach, dass wir im Land unterwegs sind und ein differenziertes Bild vom Land transportieren, nicht nur in einer Region präsent sind. Es gab oder gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise nur im Raum Kiew den ganzen Krieg über gewesen sind. Das ist dann nicht mein Verständnis von Journalismus, also eher das Verständnis, dass man dort auch vom Land etwas gesehen haben muss, um das beschreiben zu können. Ich glaube, es ist wichtig, dass da dieser Ansatz auch noch einmal dann präsentiert wird. Vielen herzlichen Dank, Max. Dankeschön.